Der Erwartungswert ist in der Stochastik ein relativ wichtiger Begriff und den wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar wollen wir das nochmals am Beispiel Jack Alack machen, also diesem Casino-Spiel. Nochmals zur Wiederholung: Wir setzen auf eine Augenzahl, zum Beispiel jetzt die Augenzahl 4, und werfen dann mit drei Laplace-Würfeln. Und dann schauen wir uns an, ja, wie oft haben wir denn die 4 überhaupt gewürfelt? Die Wahrscheinlichkeiten kann man anhand eines Baumdiagramms relativ schnell herausfinden. Wer das nochmal nachschauen mag, ihr könnt euch das Video zu Zufallsgröße nochmal anschauen. Wir interessieren uns jetzt aber nicht für die einzelnen Wahrscheinlichkeiten, sondern wir interessieren uns für einen Mittelwert. Was dürfen wir denn erwarten, was denn rauskommt? Und das spiegelt sich in dem Begriff Erwartungswert. Hier jetzt mal die Definition. Eine Zufallsgröße x kann die Werte x1 bis xn annehmen mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Dann heißt der zu erwartende Mittelwert Erwartungswert von x. Nicht sonderlich, ja, einfallsreich, aber gut zu merken. Also, diesen Erwartungswert kürzt man auch öfter ab mit so einem griechischen Buchstaben, nämlich dem μ. Oder man schreibt einfach e von x hin, also e von der Zufallsgröße. Und dann steht hier jetzt eine Summe aus mehreren Produkten und drunter das Summenzeichen. Das ist die Kurzschreibweise für das oben drüber, aber das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, was diese Summe denn heißt. Hier haben wir jetzt nochmal das Histogramm auf der linken Seite mit den Veranschaulichungen der Wahrscheinlichkeiten und hier rechts jetzt die Wahrscheinlichkeiten. So, der Erwartungswert. Da summieren wir ja das Produkt aus der Zufallsgröße, also der, was angenommen wird, mal die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, hier haben wir 4 Summanden. Warum jetzt 4? Wir haben hier Anzahl der Vierer, kann entweder 0 sein, 1, 2 oder 3. Also insgesamt 4 Möglichkeiten. Und dementsprechend auch können hier 4 Werte angenommen werden. So, wenn wir das jetzt mal betrachten, haben wir hier die minus 1 ist ja der erste Wert, den die Zufallsgröße annehmen kann. Und die zugehörige Wahrscheinlichkeit ist 125 216. Das heißt, das multiplizieren wir und addieren dann die Summe, das Produkt von der nächsten Wert der Zufallsgröße, die angenommen wird, nämlich 1 und der Wahrscheinlichkeit. Und das machen wir einfach für alle anderen durch, also auch für die 2 und schlussendlich auch für die 3. Und dann können wir nämlich den Erwartungswert berechnen. Das müssen wir einfach in den Taschenrechner reinhauen und kommen dann auf minus 17 216, also gerundet minus 0,08. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, was heißt das im Sachzusammenhang? Wir haben einen Dollar eingesetzt. Wir erwarten minus 0,08 als Rückgabe. Das heißt, ja, unser Geld geht flöten. Im Mittel 8 Cent pro Durchgang geht direkt zum Casino und die hauen sich die Schubkarre voll. Ja, wie soll es anders sein beim Casino? Die werden kaum ein Spiel machen, bei dem sie verlieren. Wenn ein Spiel wirklich fair wäre, dann hätten wir den Erwartungswert gleich 0. Nur dann ist ein Spiel fair, weil dann ist zu erwarten, dass ich weder gewinne noch verliere.